Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Roepi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir gegen, keine Ahnung, gegen einen Block gekämpft. Und wir sind immer noch daran. Und es sieht so aus, als würden wir verlieren, wenn das so weitergeht. So, Mila, du musst das hier irgendwie reißen. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. So, du willst ja jetzt wohl nicht in den hineinschalten, oder? Wieder hau ab. Du bist gegen nichts resistent, gegen nichts anfällig. Was machst du da? Na dann, jetzt hat er wieder. Verdammt! Geht er auch noch auf sie los? Und schon irgendwie müsste ich das damit gut schaffen. Zack. Muss nur Elise wieder beleben, bevor ich ihn ganz gut. Weil er ist genau da, wo Elise gerade ist. Ach ja. Ich kann mich ja so heilen, also TP heilen. So, du bleibst aber auf Abstand, Elise. Das kriegst du noch mal was. Mein Gott, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin als sonst, aber darf hier keiner mehr sterben. Verdammt! So, jetzt krieg ich dich. Boah! Oh, jetzt haben sie wieder alle volle AP. Oh mein Gott. Ich bin jetzt sogar zwei Level ab. Ah, Gott. Was zum Kuckuck? Ein heiliger Trank. Dafür kriege ich hier nur einen heiligen Trank erstmal. So, Lidiumkugel. Eieiei. Das war heftig. Ach, ich habe ja noch einen neuen Angriff. Den habe ich noch gar nicht eingesetzt. Ich hätte bestimmt den Kampf viel einfacher gemacht, ne? So, jetzt erstmal TP mehr. Vitalität. KP, ja. Brauche ich langsam. Und Vitalität. Vitali. Und die Lidiumkugel hat sich ausgeweitet. Aber ich gucke mir jetzt nicht an, was sich das... Ach, Erholungsring war hier. So, Feuerbogen. Den lernen wir natürlich. Und was haben wir noch? TP. Kombo-Ausschöpfung. So, Stärke. Du bekommst Stärke. Boah, und was für Stärke er bekommen hat. Feuer gegen alle physischen Krankheiten. Geschick, Geist, TP. TP ist bei ihm jetzt nicht so wichtig, finde ich. Ich will wissen, was das ist. Ja, was soll's. So, und er kann sich jetzt mal ein paar neue Dinger hier aneignen.
So, ich glaube, ich konzentriere mich jetzt auch ein bisschen mehr so auf die Werte. Was zum? Wir sind ja viel mehr. Ach du Kacke. Das erweitert sich ja richtig. Wer hätte das gedacht? Oh, jetzt muss ich sogar 5 Dinger, glaube ich. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mein Gott, wie viele. Erdbruch. Okay. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich hier auflevel. Kann das sein? Ei, das wird natürlich jetzt. Okay. Jetzt muss ich echt aufpassen, was ich immer auflevel. Mehr FP. Oh Gott. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. So, mehr KP. Und das Ding wird erweitert. So, und sie ist, glaube ich, jetzt auch auf den gleichen Punkt. Ja. Ei, ei, ei. Dann sollte ich jetzt aufpassen. TP. So, Intelligenz. KP plus 100. Psy. Jetzt muss ich auch gucken, was sich hier alles findet. Strafender Blitz. Luftflitzen. Mach in der Luft einen Vorwärtsschritt, indem du... Was? Wie geil ist das denn? Luftrückwärtsschritt. Wow. Wow. Langsam wird's interessant. Wirbelnder Angriff. Gehen wir erstmal hier lang. So, langsam bin ich gespannt. Ich dachte erst, das... Warte mal, darf ich mal kurz gucken? Ich dachte erst, das Ding ist doch eine Enttäuschung, aber anscheinend nicht. So, Intelligenz. Ich gucke jetzt mehr auf die Werte erstmal. Zauberer. Okay, habe ich den Schlüsseldingen hier schon aktiviert? Ja. So, sie braucht auch... Ne, sie braucht keine Stärke, sie braucht Intelligenz. Und KP. Da muss ich das ganze Ding übrigens hier aktivieren oder immer nur... Oh, keine Ahnung. So, die beiden Typo-Dinger hat sie auf jeden Fall. Geil. Kombo-Ausschöpfung. Ne, oh. Hennenrennen. Was? Bringen die Zeit für die Flucht ist ein Kampf um 80%. Was? Typo-Kopter. Fliege auf Typo durch die Luft und verpasse deinen Gegnern Schläge. Wenn... Was? Geil. Typo ist im Kampf immer auf eingeschaltet. Okay. Heilungsarbeit bei Abwehr werden die KP langsam aufgeladen. Gilt mit dem Zauberschutz. Maximum, nein. Erstmal das hier. Negativ Gate. Ah, das ist so. Das konnte auch Anis, glaube ich. Aus Tales of the Abyss. So, aber da muss ich auf Stärke gehen. Da will ich auch nicht. Na gut, erstmal hier auf FP. Was haben wir hier? Technikpunkte. Na, ich werde so oder so. So, haben wir alles, ja. So, da haben wir sehr viel Zeit mit dem Leveln verbracht. Aber egal. Sicherheitsnetz. Kampfverbündete vermeiden. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber egal. Mehr TP nach dem Kampf. Oder nach dem Sieg gegen einen Feind. Und das hier. So, und dann gucke ich mir erstmal die ganzen Arts an, die sie jetzt hier noch lernen. So, auch schon, wo ist das hier? Stahl habe ich ja auch noch, verdammt. Erholungsring. Ich weiß nicht. Jetzt wird es schon wieder schwieriger. Gucken wir mal, was Wasserschwung macht. Und Feuerbogen. Füße des Gegners, ja, nach unten. Schimmerwirbel, das haben wir schon alles. Typo-Spray, Puffhammer. Okay.
Warte. So. Okay. Wir haben jetzt ein, zwei Level nach diesem Kampf bekommen. Ich hoffe, die Gegner werden jetzt hier einfacher zu erledigen sein. Und langsam würde ich doch mal hier einen Speicherpunkt finden. Weil ich will mal Feierabend machen. Langsam. Ui. Silbererz. Mein Gott. Und hier geht's nicht. Oh. So. Okay, cool. Wow, was zum Teufel, das hat jetzt alles. Egal. Verdammt, ich kann den Angriff nicht aufladen, wenn ich. Was soll das denn? Ich kann den Angriff nicht aufladen. Ach ja, ich muss ja nicht unbedingt mit dem Angriff, stimmt. Boah. Der Angriff sah cool aus. Cool. Bin ich gespannt. Aua. Neue Strategie muss ich noch umändern, dann mache ich aber aufs Spiel. Okay. Süß. So. So, langsam verirre ich mich wieder hier zu oft in diesem Wald. So, ich weiß nicht, wo ich hier genau bin, aber da ist ein Speicherpunkt. Deswegen glaube ich. Ach, wir sind irgendwo oben. Okay, das ist ein Speicherpunkt, da speichere ich gleich. Wer hätte das gedacht? Zack. Danke. Idiot. Stahl war das. Mein Gott. Und irgendwie hat Elise noch gar keinen einzigen TP verballert. Aua. Zack. Ey, da konnte ich auch irgendwie. Boah, was so. So, Mila und Jude haben noch ein Level up. Die haben 4 Punkte bekommen. So, kann ich hier speichern, bitte? Danke. So, jetzt noch schnell aufleveln. Stärke. KP. FP. Plus 7. Und Vitalität. Damit du schon mal das Ding erlernst. Falkensturm. Nee, nicht du. Technikpunkte, Kraftpunkte. Das wollte ich, glaube ich, als erstes lernen, ne? Strafender Blitz, okay. So, das Schlüsselding ist hier. Ah, da muss ich noch voll viel lernen. Und ich glaube, hier als erstes lieber. Oder hier. Okay. Hätten wir das erledigt. Elise, heil uns bitte mal noch kurz. So. Dann kann ich auch Fertigkeiten verteilen noch schnell. Ja, ich schaffe das noch alles. RTP. Und das hier. Und das war's. So. Hätten wir es auch noch geschafft. Endlich. Ich kann heute Feierabend machen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss!